So, bei der zweiten Location angekommen. Das ist ein altes Sägewerk. Auch leider habe ich hier keinerlei Informationen, wann oder wie es verlassen wurde, aber was total derb ist, ich zeige euch das mal. Das ist total verrückt, guckt euch das an. Hier zum Beispiel sind noch alte Maschinen drin. Der Jens ist auch am Start. Guckt euch das an, das ist mir unbegreiflich, wie sowas im Endeffekt komplett verlassen ist. Das ist total verrückt. Das ist schon richtig heavy. Hast du eine Zeitung gefunden von wann? 99. 99. Also denke ich mal, oder vermuten wir jetzt mal, dass die 99 vielleicht verlassen worden ist. Oder ist halt 99 dann im Endeffekt so weit gekommen ist. Hier sind die alten. Die alten, ja, ich sag jetzt mal, Sägen. Rauchen verboten. Guckt euch das an. Das ist völlig heavy. Ne? Das ist so surreal, wenn man so drüber nachdenkt. Und das hier ist, wie gesagt, vergammelt vor sich hin. Guckt euch das an. Also was auch noch hier für ein Wert steht. Fasziniert mich total. Oder fasziniert mich richtig. Guckt euch mal an hier. Ja, schön. Getriebeöl. Schon die Taschenlampe anwerfen. Seht ihr das? Das ist unfassbar, was hier noch an Sachen stehen. Das ist echt der Hammer. Aufpassen, da drüben ist nämlich Betrieb, aber hier ist das alte Lager. Schaut euch das an. Das ist der helle Wahnsinn. Was hier noch an Zeug rumsteht. Boah. Seht ihr das? Das ist unfassbar. Und hier sind wir gekommen und da oben geht es dann weiter. Ist total heavy. Ich habe gerade gesehen, wo es weitergeht. Also hier oben seht ihr, es ist komplett rotten, also das fällt schon komplett zusammen. Komplett durch, alle. Geben wir mal ein Stück in der Hoffnung, dass wir nicht einkrachen. Das hier dürfte halten. Und wenn das hält. Hier oben seht ihr, dass das ganze Dach schon eingestürzt. Ja, gibt es nochmal Gebäude? Schaut zumindest so aus, ne? Oder nee, das ist von dem. Nee, das gehört dazu, glaube ich. Ja, das hat. Aber es ist schon krank, wenn ihr euch das so anschaut. Da hinten ist noch was, mal schauen, mal gucken. Ja, das schaut auf, als könnte man da noch gehen. Das funktioniert. Ja, das hält.
komplett krank, oder? Wahnsinn. Und hier sind die alten Scheißhäuser. Und hier geht's wieder raus. Hier ist noch ein altes Waschbecken. Hier geht's dann noch weiter. Das gehört auch noch zum alten verlassenen Sägewerk. Krass, da guckt euch das an. Total heavy. Da oben Dach kommt schon komplett runter. Schaut euch das an. Ein Riesenteil. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr euch damit auskennt. Ja, das ist unfassbar. Wir haben eigentlich gedacht, wir haben alles gesehen. Und dann sind wir rausgelaufen. Und wie es ausschaut, haben die auch Teile für Fertighäuser gebaut oder Garagen oder irgendwas. Das sieht man zumindest hier. Und das Grundstück an sich. Guckt euch das mal an, wie sich das zieht. Das ist unfassbar. Das hört gar nicht mehr auf. Hinter uns befinden sich jetzt dann noch die ganzen anderen Gebäude. Das ist schon komplett krank. Das ist schon echt komplett krank. Hier sind wir jetzt im, ich würde mal behaupten, Bürotrakt. Lauter alte Schreibmaschinen, Computer. Da oben haben wir noch hier die Serto 1490. Alten Raum. Das ist das Wohnhaus von vorne gewesen. Hier einen alten Schrank. Das ist das Gebäude von vorne. Das ist das Gebäude, was wir vorhin gesehen haben von vorne. Ja. So krass, Alter. Und vorne mal gehört. Und hier sind wir reingekommen. Da geht's hoch. Alte Toilette. Alter, hier müssen wir aufpassen. Hier müssen wir echt aufpassen, weil, seht ihr das? Da ist der Boden schon komplett durch. Da gehen wir am besten nicht weiter. Da hinten, wenn es jetzt da rumläuft, muss aufpassen, dass der Boden schon durch. Alter Ofen. Hier hinten scheint nichts mehr zu sein. Aber auch hier ist der Boden schon ziemlich durch. Da gehen wir nicht weiter. Aber es scheint jemand versucht haben, das Haus zu renovieren, weil hier die ganzen Steckdosen draußen sind. Auch hier, ne, seht ihr das?
Es scheint jemand schon mal das Renovieren angefangen hat, weil auch hier alle Kabel und Steckdosen draußen sind. Das vermute ich mal, dass derjenige, der das Gebäude hier dann erworben hat, schon mal versucht hat, was zu machen und dann irgendwann aufgehört hat. Auch hier kann ich euch leider nicht sagen, wann es verlassen wurde. Doch, können wir. Ich glaube, 98 war das. Aber wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Vielleicht haben sich Sägewerke nicht mehr getragen. Und da drüben geht es nochmal rein. Da drüben. Also, wir befinden uns immer noch, ja, im Endeffekt im Sägewerk. Und guckt euch das an. Wisst ihr, was ich total crazy finde? Ich zeige euch das jetzt mal. Das finde ich total verrückt. Das glaubt ihr keine Sau. Das finde ich, ja, bin eigentlich sprachlos. Bin eigentlich komplett sprachlos. Guckt euch das an. Da steht dann so ein Teil noch hier rum. Jetzt kommt das Geilste überhaupt. Steht hier einfach ein alter Stapler rum. Hier ein altes Auto. Hier noch ein alter Stapler. Und da hinten, das scheint das Büro gewesen zu sein oder irgend sowas. Aber ist das nicht komplett verrückt? Und jetzt haben wir rausgefunden, 98 ist sie im Endeffekt verlassen worden. Aber das Areal, das hört nicht auf, es ist riesig. Es ist wirklich riesig und wir hatten erst gedacht, wir haben alles gesehen, aber sieht nicht so aus. Völlig verrückt. Kontoauszug da von 79, also kann unsere Vermutung vielleicht gar nicht stimmen. So, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und folgt mir auf Instagram, Facebook und natürlich YouTube. Würde mich sehr freuen. Man sieht sich. Bis dann. Haut rein.